Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stissel für euch. Heute wieder für die Internetseite PlayStation Experience. Ihr wisst Bescheid, unten in der Beschreibung findet ihr den Link zur Facebook-Seite. Lasst uns ein Like da und seid immer auf dem neuesten Stand. Und passend zum neuesten Stand würde ich sagen, testen wir ein neues Spiel. Heute mal nichts mit Action, nichts mit Sport, sondern einfach mal ein bisschen Geschicklichkeit. Und ich würde sagen, wie immer, wir labern nicht lang rum, sondern let's gamble. Ja, Leo's Fortune. Ein Geschicklichkeitsspiel, wo in die Richtung Mario geht. Und ich muss sagen, mir gefällt es richtig gut. Man bekommt hier gewisse Rätsel gestellt, die man lösen muss. So wie jetzt zum Beispiel hier nach unten. Da muss ich einen Lösungsweg finden, wie ich da hinkomme. Und es erinnert doch stark an Mario. Ah, guckt, den Haken, den muss ich jetzt da unten bestimmt reinbringen. Okay, komm mal rüber und hoch das Ding. So, wie kriege ich das jetzt hoch? Also, ich muss sagen, es ist natürlich mal was ganz anderes auf meinem Kanal. Allerdings muss es ja nicht immer ein Actionspiel sein. Es muss nicht immer um Töten gehen, sondern man kann auch mal relaxed zwischendurch was anderes spielen. Another puzzle. So, was müssen wir hier tun? Okay, hier können wir das drehen damit. Wohin brauchen wir die Kugeln? Können wir die hier... Okay, die müssen nach rechts raus. Ich konzentriere mich jetzt erstmal auf eine. Okay, das passt schon mal. Die zwei gehen raus. Alle drei, jawohl. So. Und rüber und wieder zurück. Jawohl. Also es macht Spaß, die Rätsel zu lösen. Ihr könnt jetzt zum Beispiel jetzt mit Viereck nach unten drücken. Oder euch aufblasen, so wie hier. Okay, ich habe erst gedacht runterdrücken, aber... Ihr müsst euch da aufblasen. Ihr könnt dann da klar ein bisschen schweben zum Beispiel. So wie jetzt hier. Das brauchen wir hier. So, wie komme ich da hin? Ich gucke jetzt mal nach einem anderen Weg. Okay, so komme ich rüber. Okay, also kann ich das Ding runterlassen und wahrscheinlich mich da irgendwie dazwischen klemmen und so aufblasen. Das Einzige, wo ich mal aufblasen darf. Jawohl. Sehr geil. Ihr könnt mir ja gerne mal unten in die Beschreibung, ach was in die Beschreibung, in die Kommentare schreiben, was ihr von solchen Spielen haltet. Ich bin jetzt nicht gerade der Fan von solchen Indie-Spielen, aber das macht doch Spaß und gerade weil es ein bisschen an Mario erinnert, an die guten alten Super Nintendo-Zeiten, hat es doch einen gewissen Reiz, das Spiel. Auch ein bisschen, um den Krebs anzustrengen, die Rätsel zu lösen, gefällt mir also richtig gut. Okay, ich muss die Kugel, muss ich da rüberbringen. Und hoch. Und weiter geht's. So, wo öffnet mir da was? Da unten. Sehr schön. So, und hoch das Ding. Ja. Man muss sich echt ab und zu konzentrieren. So. Ich bin irgendwie so gierig. Ich will hier natürlich alle Münzen einsammeln. Okay, ich muss das hier rüberschieben. Ich brauche bestimmt die Kisten nachher oben. Ich habe schon ein paar Levels gemacht. Muss ich gestehen. Okay, das kann ich hier runterdrücken. Jawohl. Hoch das Ding. Und den hier kann ich auch noch rüber. Kann ich mich ducken? Okay, den kriege ich
nicht wirklich raus. So, was muss ich mit denen machen? Ich lasse die mal da. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Könnte es das Gewicht vielleicht hochschieben? Könnte es sein? Ja, ich glaube, das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Dann muss ich das jetzt aber irgendwie hochkriegen. Komm, Junge, pupp dich auf! Jawohl, okay, und so kann ich das reinschieben und die Kiste löst sich. Jawohl. Ich bin auch so einer, ich gebe eigentlich immer recht schnell auf, aber ich habe mich durchgebissen. So. Hier könnt ihr mit dem linken Stick der Wand entlang fahren. Und das Level haben wir geschafft. Ja, ich habe einen kleinen Einblick bekommen in ein was etwas anderes Spiel. Mich würde es freuen über eine positive Bewertung und eure Meinung. Und in dem Sinn würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut, euer Yogi. Ciao.